Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nochmal recht herzlich willkommen nach dem Spiel, nach dem spannenden, aufreibenden Spiel. Ich möchte gerne gerade dem Trainer von St. Gallen, Chef Saibene, das Wort geben für einen kurzen Kommentar. Ja, es ist ein komischer Nachmittag. Ich hatte immer das Gefühl, vor allem in der ersten Halbzeit, wegen dem Match sehr gut im Griff. Wir waren präsent, hatten auch riesige Chancen zum 1-0 von Ivan Martic. Eine Minute drauf bekommen wir dann, ich glaube, bei der ersten Chance von Luzern 1-0 über. Sind dann in Pause, haben dann gut reagiert nach der Pause, haben können ausgleichen und dann machen wir das Eigengoal 5 Minuten drauf. Ich glaube, das war symptomatisch für den heutigen Nachmittag. Es ist ja nicht so für uns gelaufen. Das dritte Goal anscheinend dann Offside auch noch. Passt dann noch irgendwie ins Bild. Ich denke, es war ein unglücklicher Nachmittag, wo wir natürlich auch nicht auf unserem Top-Level gespielt haben. Vor allem in den letzten 30 Metern sind wir nicht präzise genug gewesen, nicht effizient genug gewesen. Ich denke, der Sieg geht unter dem Strich in Ordnung für Luzern. Für uns geht es darum, jetzt gut zu holen und den Donnerstag vorbereiten. Und dann haben wir noch 6 schwere Spiele vor uns jetzt bis zum Winter. Vielen Dank. Carlos, dein Kommentar. Bist du zufrieden? Wie erwartet, ein sehr intensives Spiel gegen eine starke Mannschaft. Ich bin froh, dass die Mannschaft nach der Nazi-Pause sich so technisch, athletisch und emotionell sich so präsentiert. Wir haben gewusst, dass aufgrund von der neuen Formation mit dem Mittelfeld Renkli, Tiso und Sabavento hatten wir Anpassungen, Schwierigkeiten noch gehabt. Im Verlauf des Spiels sind wir besser ins Spiel gekommen. Dann eine schöne Aktion über die Seite, Tor von Rangelov. Zweite Halbzeit wie erwartet, wie St. Gallen. Das ist eine sehr homogene, athletische Mannschaft. Die spielt eine sehr offensives Fußball. Gleich hinten stehen sie gut. Dann wollte ich korrigieren sofort mit den allen Biss in der Rücken, Passer nicht auf, kriegt Rodriguez den Ball, Freistoß und gute stehende Bälle, souverän 1-1. Und dann bin ich natürlich sehr glücklich, dass die Mannschaft wiedergekommen ist und hatte können den Sieg sich so erarbeiten. Vielen Dank. Gerade in die Runde schauen. Wer hat Fragen? Bitte das Mikrofon verlangen. Gibt es keine Fragen? Doch, Dani Wirsch, Neue Luzerner Zeitung. Carlos, kannst du etwas sagen zum Adi Winter? Ein Goal vorbereitet, ein Goal geschossen. Das war ein wichtiger Mann gewesen heute, denke ich. Ja, das erwarte ich von ihm, dass er immer seine Qualität so abprüfen kann. Ich hoffe, dass diese schwache Phase, die er gehabt hat, jetzt vorbei ist und für die Endspur, für diese schwierige Match, wo die kommen, geht sie auswärts, Köp, Lausanne, Aarau daheim, so auf ihn kann ich setzen. Weitere Fragen? Nicht der Fall. Dann danke ich vielmals. Kommen gut heim. Schönen Abend. We'll be right back.